Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren schönen Folge The Legend of Zelda Breath of the Wild mit mir und meinem treuen Ross Luna. Und ja, wir sind auf dem Weg nach Kakariko. Dort soll sich angeblich die weise Impa befinden, die uns ja mehr sagen kann zu der Gegend. Und da sind Echsenviecher, die uns ebenfalls bekämpfen wollen. Die wollen nichts Gutes von uns. Hopp! Wow! Oh, scheiße! Ah, wir sind zum Glück nicht übermäßig stark. Ah, und wir sind leider auch ein bisschen zu schnell für den Bogen. Und leider zu intelligent. So erwische ich den niemals. Leider habe ich nur noch so schwerfällige Angriffe. Ah! Das Teil. Und da ist ein Schrein. Jetzt habe ich es kapiert. Puh, das war anstrengend. Die waren sogar echt anstrengend. Die haben sich auch nicht treffen lassen von mir. Hörner, Sporn. Sollte mich vielleicht auch mal heilen. Aber wisst ihr, was ich zuerst mache, bevor wir nach weiter Richtung Kakariko reiten? Schaue ich mir mal die Gegend da drüben an. Klettern wir jetzt hoch. Ich habe nur noch schwache Waffen. Das ist frustrierend. Ich weiß mal auch, was die ganze Zeit da piept bei dem Ding. Boah. Stabile Teile. Obwohl ich mir wünschen würde, dass man es irgendwie auch abstellen kann, weil ich glaube, das stört nach ein paar Spielstunden wieder. So, aber wir haben wenigstens das Ding schon mal entdeckt. Wir müssen uns nicht mehr ja, hin teleportieren oder irgendwas. Jetzt gehen wir nochmal da rein, schauen uns mal um, machen das nächste Rätsel. Hoffentlich haben wir auch irgendwann mal wieder eine Statue der Göttin, wo wir die Teile dann umtauschen können. So, und dann schauen wir uns mal den nächsten kleinen Schrein an. Oh, es geht, glaube ich, wieder um irgendwelche Windströme oder sowas. Okay, Ridahi. Irgendwie gibt es sehr viele Weise im Takt. Aha. Na gut, schauen wir uns mal um. Ich kann, glaube ich... Ah... Okay. Ah, und ich muss mit den Schaltern quasi diese Kugeln beeinflussen. Also ist das eher Geschicklichkeitsrätsel. Ist okay. Ja, das wäre auch gemeistert. Schon mal bereithalten für die nächste Plattform. Schön.
So, weiter. Was ist das nächste? Ah, da oben ist die Kugel. Erster Versuch. So, jetzt würde ich aber gerne irgendwie zu der Schatztruhe kommen. Nu! Scheiße! Uah! Okay, ich weiß auch nicht, wie man das genau machen soll. Da war ja... Das wär jetzt ich gewesen, wenn ich im Zelda-Universum unterwegs wäre. Das war jetzt typisch für mich. Ha. Soll ich da hochkommen? Kann ich die auch rüberziehen oder irgendwas? Magnetismus-Style und anziehen? Nee, kann ich nicht. Das Ding bewegt ja, glaube ich. Ah. Ist schon versaut? Ich hoffe nicht. Dafür waren die Dinger da. Scheiße, jetzt komme ich da nicht mehr hin. Also ich sterbe noch ein paar Mal, dann respawnen die Teile vielleicht. Ich hatte gehofft, dass da hinten noch irgendwas steht, wo ich bewegen könnte. Scheiße. Ich krieg den Schatz nicht mehr, weil das Teil, ich könnte da was auf den Schalter stellen und dann wird das hier so hoch gehen, dann könnte ich das machen. Oder ich habe noch eine Idee, ich könnte dieses Bombenmodul da nehmen, also dieses stehende, das da drauflegen, nicht zünden und dann da hoch, wenn das so funktioniert, wenn es schwer genug ist, das weiß ich nicht. Zu leicht. Und das war auch so ein klassischer Zellos. Denkt sich, ja, dann lass mal das Ding mal verpuffen. Bringt ja eh nichts, wenn ich das dann da stehen lasse. Vielleicht kann ich auch sogar ein zweites rufen, das war der nächste Gedanke. Aber nee, das explodiert ja. Das ist ja nicht so. Wenigstens sind wir hier jetzt wieder da. Vielleicht sind auch diese Teile wieder da. Oh, da müssen wir allerdings draufbleiben, sonst funktioniert das nicht. Okay, dann bringt das wohl alles nichts. Wir müssen hier tatsächlich eines von diesen Fässerteilen mitnehmen. Ich finde auch toll, wie Link kurz zurückschreckt, wenn die Plattform sich da bewegt. Das wirkt so viel... so viel lebendiger als bei den anderen Zeldas. Da ist einfach statisch da drauf rumgestanden und das war's. So, ich hoffe, die Fässer sind da. Ja, die Fässer sind da. Scheiße. Ja, es muss ganz am Ende sein. Es muss tatsächlich ganz am Ende sein. What? Yeah! Wow, 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 wow. Leute. Yeah, yeah, yeah. Also mit dem Parieren muss ich auch noch ein bisschen üben. So, und jetzt müssen wir eines von diesen Fässerteilen hier mitnehmen. Aber nur wie? Ah, mit Magnetismus. Vermute ich. Warte. Magnetismus. Yes.
glaube, ich muss noch nicht mal. Ja, perfekt. Ja, es war ein bisschen erschreckend, aber es hat funktioniert. Yes! Kletterkopftuch. So aus wie ein Kopftuch, aber darin verborgene Inhalte der Technologie. Okay. Stärkt das Balancegefühl des Trägers und verbessert so. Okay. Ach, wir können auch Kopftücher haben und sowas. Ich dachte nur Hose und sowas. Sehen wir ein bisschen aus wie ein Pirat. bestimmt bin ich der Einzige, der an sowas denkt bei so bei dem Kopftuch. Boah. Bin ich das jetzt wieder weg? Egal. Vielleicht reicht es mir auch schon so. Zwei Überlegungen. Entweder springe ich von hier ab und halte mich da fest. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alles gut. Puh, das wäre geschafft. Und ich habe nicht gedacht, dass es sowas geben könnte wie Kopftücher oder sowas. Ich dachte eigentlich immer, es gibt nur Hose, Hose und Oberteil. Aber gut. Gut zu wissen, dass es auch sowas wie Kopftücher gibt bei dem Spiel. Die nochmal die Statuswerte erhöhen und Verteidigung erhöhen und sowas. Kann man immer wieder brauchen, warum nicht? Vielleicht gibt es auch sowas wie Umhänge oder sowas. Das würde ich cool finden. Vielleicht sogar der wie aus dem Trailer. Oh ja. Wahrscheinlich ist es genau die Geschichte, dass wenn man den Umhang hat, dass man den irgendwann mal findet. Und hier in dem Fall haben wir halt ein Kopftuch, der unsere Klettergeschwindigkeit ein bisschen verbessert. Auch nicht schlecht. Schaffe ich es direkt auf mein Pferd zu steigen? Nee, schaffe ich nicht. Geht glaube ich auch gar nicht. So, und das Wetter ist auch jetzt um einiges schöner geworden als vorhin. Dann machen wir uns auf den Weg. Tatsächlich ist hier auch wieder schon wieder ein Schrein in der Nähe. Und da ist eine Stallung. Da oben ist auch irgendwas. Schauen wir uns mal ganz kurz an. Unterwegs, da ist auch wieder ein Schrein tatsächlich. Ist da oben. Das sieht auch aus wie ein Schrein, ja. Verrostetes Schwert. Ha. Schau sich das mal einer an. Da waren Äpfel drin. Holzpfeile und Eichel und alles mögliche. Interessant. Hoppala, guten Tag, der Herr. Ach, der ist ständig unterwegs. Ja, zum Wiedersehen. Schauen wir uns natürlich noch mal ein bisschen hier um. Bruderbrücke. Ha. Ist da oben irgendwas Interessantes für uns? Schrein in der Nähe. Bloß da auf dem Gipfel ist ein Schrein. Das heißt auch, das ist ein Fels, der nur interessant aussah. Nee, das ist kein Schrein. Trotzdem interessant. Hab dich nicht so und geh schon. Okay, da ist ein Schrein. Da ist ein Turm, den wir gleich mal markieren werden. So.
Sehe ich hier nichts. Was ist das da drüben? Schauen wir uns auch mal bei Gelegenheit an. Gut, gehen wir wieder runter. Mitsamt Pferd. Ohne Pferd wird das schneller gehen, aber Pferd ist jetzt schon dabei. Bei der Klettertour. Ja, geht doch, mein Kleiner. So, da ist ein Lager der Bockblins. Das schauen wir uns doch irgendwann mal an. Aber wir wollen ja eigentlich ja nach Kakariko. Nur ich bin schon wieder am Sidetracken hier. Schau mir die Sehenswürdigkeiten hier an. Den Schrein würde ich mir aber allerdings noch geben. Bevor wir uns auf den direkten Weg nach Kakariko machen. Ich bin ja schon unterwegs. Das sind wieder Stallungen, wie es aussieht. Wieder ein Terry-Händler. Aha. Deshalb geht man da nicht in die Nähe. Also von irgendwo von oben muss ich da runterspringen. Das da oben sieht doch schon mal vielversprechend aus. Also die Klettergeschwindigkeit ist tatsächlich höher. Schneller. Weiter. hat ganz schön gedauert, aber es hat geklappt. War falsche Taste. Yeah. Nur noch da unten landen. Jupp. Geschafft. Aber eigentlich bringt mir das Ding gar nichts. Ich komme ja gar nicht mehr raus. Außer wenn das Ding abgeschossen ist, vielleicht verschwinden die Teile. Ich weiß es nicht. Aber wir machen jetzt den Schrein trotzdem mal mit. Auch wenn mir nicht ganz klar ist, wie man dann hier wieder rauskommt. Aber hey, machen wir einfach mal. Also dem nehmen wir gleich wieder so ein Zeichen mit. Wir brauchen ja mehrere, so ist ja nett. Also selbst wenn ich jetzt hier anfange, ein Herz mehr zu sammeln, wir brauchen mehr. Weil das die Viecher teilweise 5-6 Herzen abziehen können, glaube ich. Und gerade bei den Wächtern wird das echt kritisch. Okay. Hayudama. Was haben wir jetzt für ein Rätsel vor uns? Wegweisendes Wasser. Okay. Gut, hier ist relativ klar. Da müssen wir uns so ein Ding basteln. Ein grünes Modul. Ein Kletterweg. Das ist schon zumindest relativ leicht gewesen. Oh, da kann ich auch machen. An Wasserfällen. Okay. Interessant. Und jetzt? Aha. Ah, ich muss den Wasserstrom so beeinflussen. Ganz klar ist es mir noch nicht. Ungefähr. Und da ist die Kammer, okay. Hier erstmal einen Weg machen, dass ich selber da hochkomme. Das war knapp. Oh, das war knapp. Puh. Okay, jetzt hier hoch. Kommt das Teil immer her.
Treppe oben. Also erstmal einen Stopper hier errichten. Lol. Du bleibst es direkt da hängen. Hätte ich mir auch alles machen können. Ich hoffe, das klappt jetzt so. Jawoll! Oh. Der kann weg. Dafür ist da unten wieder einer hin. So, probieren wir das mal. Scheiße. Ein bisschen weiter vorne stehen. Voll richtiges Trial and Error, was ich hier mache. Ja. Oh yeah! Nicht während dem Sprung, nicht während dem Sprung! Das war gefährlich. Das war verdammt gefährlich. Wenn da noch irgendwas zusätzliches ergattern, wenn ich hier mich zum Affen machen würde. Nee, das ist der Eingang. Da oben gibt es nichts. Okay, passt. Oder kann ich da oben was finden? Oh, die Possibilities. Ich muss alles ausprobieren. Ah, der Forscherdrang ist geweckt. Ausgerechnet das, was mich am Leben hält. Hm. Entfernen wir erstmal alle. Der weg, der weg, der weg. So. Einmal. Zweimal. Schön. Der Forscherdrang ist geweckt. Oh. Jetzt hier hoch. Forschungsdrang ist geweckt. Yeah. So. Also nochmal in grün. Oh, schon ein geiles, geiles Objekt, so ein schicker Stein. Ich wünschte, ich hätte einen. Hier um was zu entdecken. Oder habe ich den Weg komplett umsonst gemacht? Aber da könnte es noch ganz gut gehen. Hm. Hm. Hätte ja sein können. Vielleicht da oben. Nee, da ist auch nichts. Yay, ich bin irgendwo, wo ich nicht sein muss. Vielleicht glitscht mir gleich das Spiel weg. Das ist aber auch nichts Interessantes. Da ist nur tiefer Abgrund.
Da ist nur die Kammer. Gibt nicht wirklich was zum Entdecken hier. Hui! Hab ich gut gebremst, ne? Am Ende. Habt ihr gesehen? Sehr gut. Schade, und ich habe schon gedacht, ich habe irgendwas entdeckt hier. Ich habe einen Da Vinci-Code geknackt oder irgendwas. Aber, ne. War wohl nur der Forscher dran, der gestellt werden musste. Ist auch okay. Zeichen der Bewährung. Schön. Alles klärchen, Popöchen. So, dann raus aus dem schönen Schrein. Dann gucken wir mal, wie weit es eigentlich noch bis Kakariko sein soll. Weil wir haben jetzt gerade erst die neue Gegend entdeckt und ich glaube, wir müssen erstmal noch ein bisschen was. Ja, wir müssen noch ein bisschen Weg hinter uns legen, bis wir bei Kakariko sind. Und dann schauen wir uns das erstmal kurz an. Oh, plötzlich sind die Dornenteile weg. Ist doch schon mal schön. Was steht denn der eigentlich darum? Ah, das ist eine Sie. Oder eine hübsche Sie vor allen Dingen. Medizin. Okay. Ah. Und dieser Gesser hat uns damit da schon mal einen Gefallen getan. Hat uns ja schon mal erklärt, wie das Prinzip von Medizin ist. Anscheinend haben wir auch eine schöne Kochstelle, um das gleich auszuprobieren. Muhun? Ja, eben der Blutmond. Da haben wir einen kurzen Traum gehabt. Das ist merkwürdig, das ist richtig. Naja, der Blutmund wird wahrscheinlich von Ganon gemacht worden sein. Ah, hier gibt's auch Wildpferde. Erstmal Wildpferde? Ah, das sieht ja echt aus wie der da. Kakariko, wo ist das? Ach, die wurden vom König vertrieben. Und jetzt hat der König allerdings ja die Shika, also mehr oder weniger uns, durch den Stein und so, gebeten, das wieder zu richten. Wahrscheinlich war es auch der König, der gesagt hat, dass, ja, dass er Hilfe braucht, um den Helden, also uns, quasi zu retten. Damit noch eine Möglichkeit besteht, das Bandschwert zu führen und so weiter. Also hat er auch einiges auf sich nehmen müssen, die wahrscheinlich zu überzeugen. Gut, das wär's dann erst einmal. Okay. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, wir machen an der Stelle mal einen kurzen Cut. Es geht noch ein bisschen weiter bis nach Kakariko und ja, wir wollen ja auch keine unnötigen Risiken eingehen, außerdem die Folge nicht so weit in die Länge ziehen. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle Schluss, sehen uns beim nächsten Mal bei Breath of the Wild wieder und machen da an der Stelle weiter. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao, ciao.